Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Empire at War, wieder mit dem Republic Mod. In der letzten Folge haben wir diese endlos lange Schlacht hier bei Rexus Prime gespielt. Wir haben sie aber gewonnen. So, und als nächstes wollte ich hier, genau. Tactical Battle imminent. Ah ja, okay, aber das ist jetzt nichts, warum ich jetzt trauere, wenn wir den Planeten da verlieren. Construction complete. So, genau, hier kann ich Minen bauen. Der nächste Geldtick, der wird komplett investiert. So, Camino. Constructing. Hypori, ein bisschen verstärken. Batterie kann man sowas bauen. Okay, krass. Okay, aber ich wollte Louis Vahn weiter ausbauen. Jetzt muss ich hier bei Hypori mal anfangen, Einheiten zu bauen. Den Robo zu schicken. So, der Count. Der chillt hier. Unit in production. Parma hier sind. Construction complete. Roger, Roger. Construction sonst complete. Passt das. Roger, Roger. Roger, Roger. Ansonsten brauche ich einfach mehr Knete. Bevölkerungslimit, ja, easy. Roger, Roger. Nächste Tech-Stufe, wird auch Zeit. So. Ist voll ausgebaut, Tech mehr geht upgrade nicht. Tech 3. Okay, wo ist meine Raumarmee hier? Ne, wo ist denn meine Raumarmee? Hier oben bei Butterby. Ja, da kann man auch nochmal ein bisschen was dran machen. Beginning construction. Aber wie gesagt, jetzt erstmal hier. Unit in production. Kann ich lieber Sallust eigentlich auch noch weiter ausbauen? Vereinigt ihn nämlich einfach. Construction complete. Hier oben weiter ausbauen. Unit cancelled. So. Vehicle in production. So, Mandalore passt. Frigate reporting. Moving out. Das darüber. Frigate reporting. Frigate reporting. Okay. Ruckel, ruckel. Construction complete. Unit in production. Vehicle in production. So, bodenmäßig. Bin ich jetzt zufrieden? So, als nächstes nehmen wir Mustafa. Hab ich gerade so entschieden. Weil ich glaube, ich muss erst nach. Ne, muss ich gar nicht. Okay. Jetzt kriege ich den jetzt fast 15.000. Ja, das ist auch schon mal gut. So, kann ich bei Kuri bauen? Schon die Dudes bauen? Ne, kann ich nicht. Shield Generator. Ich kann den Shield Generator bauen. Ah, es war so klar, ne? Alter. Gut, die wollen diesen Planeten haben. Zwar um jeden Preis. Unit in production. Constructing unit. Unit cancelled. So, Mandalore. Unit in production. Vehicle in production. Gut, dann Rexus Prime, die zweite. Okay, was ist denn, wenn ich da vorne verteidige? Don't fail me, General. Ja, ja, ich fail dich schon nicht. Alright. Yes. I wanna be upgraded to a G-Series. So, hier irgendwo war doch ein Geschützturm. Ich weiß halt leider nicht die Spots, wo die immer alle sitzen. Weil das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob da kann der so überhaupt ballern. Aber ob ich es jetzt hier verteidige oder hier, gibt ja nicht so einen großen Unterschied. So, bis auf, dass der Versorgungsweg für die Einheiten halt kürzer ist. Warum liegen überall Minen drum, Alter? Wie scheiße ist das denn? Ich baue, wie viel Medic-Droiden dabei waren, ne? Das Ding ist, also ich spiele jetzt die Schlacht nochmal. Wenn die jetzt aber wieder so lang geht, dann werde ich in Zukunft einfach rausschneiden. Weil das bringt ja dann nichts, wenn immer ein Part in einer Rixus Prime Schlacht ist, ja dann auch scheiße. So. Da wurde ich kurz wieder unterbrochen. So. Die waren stehen geblieben bei, genau, wenn die Schlachten bei Rexus Prime jetzt immer so ablaufen, dass ich einfach dann rausschneide, weil es ja dann scheiße zum Zugucken.
Weil die Parts sollen halt immer so ungefähr 20 Minuten gehen. Und wenn es dann 20 Minuten davon Rexus Prime ist, ist ja auch kacke. So, damit ihr Bescheid wisst. Na, bum bum. Dann will ich die Asteroiden hier vorne stehen haben. Yes, sir. I'm ready for anything. All right, I've never seen a Jedi. I forgot my orders. So, ihr könnt direkt durchhuschen. My servos need cleaning. Nothing gets past me. Roger, roger. Nothing to see here. Noch nicht, diese Kackdinger da schon wieder. Dwarf Spider Droid report. Yes. Am I being watched? Jedi better watch out. So. Moving up. I'm getting an oil bath after this. Dwarf Spider Droid report. Auch dahin. Ja, jetzt muss ich jetzt eigentlich nur den Punkt hier nur noch halten. Our base is under attack. Ja, komm, jetzt nehme ich ein paar viele Truppen, glaube ich. Yes, sir. Unit destroyed. So viel Damage machen wir jetzt gar nicht mit Explosion. Androiden. Oh oh. Okay, Rückzug. Boah, hat das schon mal nicht so gut geklappt? Sieht kacke, dass ich die nicht benutzen kann, wenn die da so sind. I need servicing. What were my orders? What was that again? Base is under attack. Yeah, yeah, base is under attack. I want a bigger blaster. I want to see some action. All right. I wish I could switch off. I can use a. Ja, vielleicht hat's das mit Rexus Prime auch gleich erledigt. Ich gehe mal nicht davon aus. Power generator destroyed. Gut, sind die Kanonen nämlich offline? Das ist schon mal scheiße. Unit destroyed. Okay, dann zweite Verteidigungslinie. Und zwar hier beim Schützturm. Das ist halt die Scheiße, wenn der Schildgenerator halt zum Scheiße liegt. Baue ich lieber was anderes nächstes Mal. Und was mir irgendwie mehr Truppen gibt. Bitte gerne mal kurz neu bauen. Okay. Mann, Mann, Mann. Jetzt bitte eben hier angreifen. Und wissen nicht mehr, wohin jetzt oder was? Sind ja nicht wie 40 Stück von denen? 40 Squads? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal kurz counter pushen. This is what we're programmed for. So. Roger, roger. Roger, roger. Darfst auch treffen. Ja, genau. Battle formation.
Open fire. Let's get him. Natürlich ist hier ein Fahrzeug auf der Tour. Was auch sonst. Okay, Counterfusion geht dann also nicht mehr. Yes, sir. Roger, roger. I can use a nice oil bath. Ja, ich werde in Zukunft, also es wird jetzt nur einmal Rexus Prime Bodenschlacht geben, in Zukunft werde ich es einfach rausschneiden. Weil das bringt, glaube ich, recht wenig an Unterhaltungsfaktor, was ich hier gerade mache. Deshalb habt ihr euch dann, keine Ahnung, von der ganzen Gelagsoberung war dann wieder die Hälfte der Parts Rexus Prime Bodenschlacht. Ist ja auch kacke. Genau, also wie gesagt, bei Sluis Vaan die Flotte ausbauen. Dann das Tech-Upgrade bis zum Ende machen. Was ist das denn hier eigentlich? Aha, nice. Und dann, genau, Mustafa erobern, Iriduau war da ja auch. Ja, und dann wie gesagt den Sektor unten links clearen. Und dann geht's in die Core-Systeme. Ist jetzt so der Plan. So, und dann nach der Separatistenseite bleibt ja natürlich noch die Seite der Republik. Werde ich aber dann nicht direkt im Anschluss machen, sondern werde ich den Mod wechseln. Einen anderen Mod spielen. Muss ich dann mal gucken, welcher das dann wird. Aber das Projekt wird sich ja jetzt hier noch ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate ziehen. Je nachdem, wie schnell ich mit halt fertig werde. So, dann nehmen wir das hier mal eben ein. Und dann geht's nach hier oben. Du kannst mir mal eben. Das ja eben einnehmen. Schon sagen. Ah, lol. Ok. What the fuck? Warum stehen die alle hier oben? Hä? Wie buggy ist das denn? Muss ich nicht verstehen, oder? Has anyone seen the new G-Series? Ah, well. It's my programming. Ist ja seltsam. Warum stehen die alle da oben? Die hat, glaube ich, einen kleinen Bug. Wir sind alle festgebackt. Kann ja eigentlich nicht, die haben sich ja frei bewegt. Sehr, sehr seltsam. So. Dann nehmen wir jetzt sofort selber wieder ein. Ah, guck mal, jetzt kommen sie. I'm getting an oil bath after this. Roger, roger. I want a bigger blaster. Roger, roger. Ja, dann warte ich halt hier auf euch. Ist ja auch gar kein Thema. I want to see some action. Irgendwann werden die ja schon rumkommen. So. Jungs, wo bleibt er? Bisschen Attacke. Geh nochmal gucken. Nee, die chillen. Ja, dann könnt ihr einfach durchlaufen. Wer weiß, ob die irgendwann nochmal vorbeischauen? Man weiß es nicht. So. Aber die können ja. Also gegen Panzer sind die ja gar nicht so stark. Ich glaube, ich auch mehr gegen Infanteristen gedacht. Ja, da sind aber noch scheiße viele. What was that again? Nothing to see here.
Am I being watched? Did you hear something? So. Did you hear something? All right, I forgot. Kurz die Truppen sammeln. Und dann gehen wir nochmal nach da oben pushen. Has anyone seen the new G-Series? Roger, Roger. Roger, Roger. Jedi better watch out. I'm getting an oil bath after this. Hey, durch nach oben. So. Yes, sir. Getting there now. Dann nimmt den Punkt ein. Roger, Roger. Das andere baut hier bitte nochmal einen Fahrzeugabwehrturm. So, und Attacke. Roger, Roger. Wir gehen aber wieder links rum. Open fire. Weil da rechts ist ja der Turm. Ich meine, links war keiner. Let's get him. So. We don't have enough droids. Don't Attacke. Let them get through. Stop them in their tracks. Reinforcement point contested. We've lost a landing zone. Wechseln wir mal kurz den Turm. Das sind echt viele, ne? Ich will halt diesen Planeten auch nicht verlieren. Das ist halt so das Ding. Ansonsten würde ich mich hier zurückziehen. Aber ist nicht. Wenn nur die KI jetzt so scheiße ist, sehe ich nicht ein, den Planeten jetzt aufzugeben. Yes, sir. Dafür ist es die letzte Bodenschlacht im Rexus Prime, die ihr euch angucken müsst. So. Sagen wir uns mal hier unten. Ja, einfach drüber gefahren. Easy. Der hatte doch 60 Millionen Medic-Druiden, was ist denn mit denen passiert? Na, guck mal. Oh oh. I've never seen a Jedi. Roger, Roger. Roger, Roger. What were my orders? Roger, Roger. Ein bisschen schneller fahren vielleicht. Droids reporting. Mit ihr hier noch bisschen mit dem Turm arbeiten könnt. My servos need cleaning. Unit destroyed. Nothing gets past me. Ja, weil mit dem Fahrzeug, also Antifahrzeugturm ist halt easy. Am I being watched? Wenn der noch dahinter steht. Wipe them out. Did you hear something? Charge them. Bringt sie bitte einfach alle um. Unit destroyed. All right, we have them outnumbered. Unit destroyed. Unit destroyed. Yes, sir. Unit destroyed. Yes, sir. So. I forgot my orders. Ich weiß gar nicht, wie teuer war denn so ein Squad von den 900 irgendwas? Aber die ganze, es ist ja trotzdem auch Kohle, die die KI gerade quasi verliert. Weil ich glaube, dass es bei der KI halt scheißegal ist. Irgendwas war da. Ich meine nicht, dass sie Geld hat. Oder hat sie ein monatliches Einkommen, hat sie unendlich viel Geld. Da meine ich auch auf den Schwierigkeitsgrad an. Dann kommen wir ein bisschen näher. Jetzt können wir gerne kämpfen. So, Attacke. Finde ich auch schade, dass man die großen Geschütztürme, die man sie vorher so baut, für, ich glaube, 4000 Credits, dass man die dann nicht immer neu aufbauen kann oder so. Wäre auch cool. Selbst wenn der Schildgenerator einmal kaputt ist, das ist halt dann einfach wahr für immer. Okay, umlauft mich halt.
Wenn ihr da Spaß dran habt. Roger, Roger. Yes, sir. Roger, Roger. Mein Wert ist Galaxerung mit einem menschlichen Spieler. Der wird die Truppen einfach alle einmal sammeln und dann wird er für mich drüber rennen. Und der wird diesen Turm fokussen. So. Ja, komm ran. Did you hear something? Has anyone seen the new G-Series? Genau, immer alle nacheinander hier reinlaufen. Ah, well, so will ich das sehen. Huh? I forgot my so, hier greifen wir jetzt wieder an. Und Attacke. I wanna be upgraded to a G-Series. What were my orders? So, ihr könnt dann wiederum hier schon mal runterlaufen. Have you seen the new droid? Ich hatte das aber auch mal in der Thrawn-Galaxis-Eroberung, wo ich halt einen Planeten, habe ich halt einen planetaren Schild hingebaut. Der Schildgenerator, der war halt da drunter. Und dann habe ich halt Einheiten immer an die Schilder gestellt und dann haben die Schilder halt easy gehalten. Und der KI kam halt trotzdem immer und immer und immer wieder. Halt dann auch irgendwann einfach nur noch lästig. Weil den Planeten aufgeben will man ja halt auch nicht, weil man hat ja mal irgendwelche gewisse Boni. So. Warte, bis ich jetzt 4 Panzer hab. Einen noch bitte. Da ist er. Komm mal ran. Und dann fahren wir nochmal nach oben und pushen da nochmal ein bisschen rein, bis die alle tot sind. So, da ist die vierte. Und jetzt fahren wir mal nach oben. Will jetzt den Geschützturm hier oben erobern. So. Und Attacke. Standhalten müsst ihr noch. So, Turm ist online. Unit destroyed. Am I being watched? Unit destroyed. Charge them! Did you hear something? Unit destroyed. Der macht auf jeden Fall gut Damage. Yes. Did you hear something? We have them outnumbered. Yes. Yes, sir. Nein, nicht so viel Damage machen. Aber der holt die alle jetzt alle weg. Sehr gut. Einer ist wieder auf dem Weg. Ah, well, it's my programming. Ist die Schlacht doch gleich sofort vorbei. So. Es war auch nochmal Bodenschlachten so, ne? Weil die jetzt linear verlaufen, weil Raumschlachten ist immer anders, auch wenn die zum 6. Mal denselben Planeten angreifen. Genau, komm mal ruhig hier rüber. Okay. Forgot my orders. Roger, Roger. Roger, Roger. So, was da jetzt gerade ankommt? I can use a nice oil bath. Jedi better watch out. Roger, Roger. I'm getting an oil bath out. Okay, wo sind sie hin? I wish I was one of the new G-Series. Battle formation. Roger, Roger. Hä? Roger, Roger. Muss ich nicht verstehen, oder? Ah, hier unten. Jetzt versteckt die sich noch irgendwo. Ach, Leute. Let's get 'em. We don't have enough droids! Ja,
aber... Ja, bau mir mal bitte hier oben das Ding da neu. Dass der jetzt da gecrashed ist, habe ich ja niemals gesehen, Alter. Dass ich nie mehr geguckt habe, ja. So. Mann, Mann, Mann. Dafür war der Part jetzt was länger auch. Wenn es nur die Schlacht um Rexus Prime war. Ja, wie gesagt, wenn da nochmal eine Bodenschlacht, Bodenschlacht sein sollte, dann werde ich die in Zukunft rausschneiden. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.